Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 4. Wir machen hier weiter. Mal wieder, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir hier so einen roten Stein. Den können wir einige Zeit verkloppen. Da kommen einige rote Kugeln raus. Mit unseren bisherigen Skills kommt da noch nicht so viel raus. Ja gut, relativ viel. Und jetzt gehen wir mal da hoch. Weil da war was. Da war was. Kann man, glaube ich, hoch. Yay, und da ist was. Da ist ein Teil einer blauen Kugel. Blaue Fragmente kristallisierter Lebenskraft. Vier davon bilden einen ganzen Stein. Sowas wie ein Herzcontainer bildet sie dann. Also das sind sowas wie die Herzteile von Devil May Cry. Ich glaube, so versteht das jeder, wenn ich so sage. Wo wollte ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn hin? Ja, ich muss dahin. Das ist klar, die Karte führt ja nur in eine Richtung. Aber... Zack! Geheimnis! Geheimnis! So, hier ist nichts mehr, glaube ich. Nein! Nein! Also gehen wir weiter nach unten. Können wir da runter gehen? Hallo! Hallo! Nein, können wir nicht. Gut, dann gehen wir hier rein. Kerula Hafen. Wunderbar. Ein schöner kleiner Hafenbezirk, in dem eine Totenstille herrscht. Ist mir natürlich persönlich sehr geheuer. Da liegt was. Und wir können auch... Wohin? Aber ich glaube, da müssen wir noch nicht hin. Oder doch? Ich glaube... Ich gehe mal da drauf. Nein, da ist die Brücke, genau. Wir müssen erst auf die andere Seite, weil da etwas ist, das die Tür öffnet. Oder da, dass die Brücke runter macht, das Exo. Zack. Ach, guck mal, da drüben schwebt was. Müssen wir uns mal merken. Ich fülle mal diese Anzeigen hier. So. Wo sind die Gegner? Ich glaube, Gegner kommen erst, wenn man rausgeht, wieder. Aktivieren wir erst... Nee, hier drin kommen jetzt. Zollhaus. Im Zollhaus. Wie geht ihr weg? Hehe, ihr wollt wohl kämpfen. Kommt her. Yeah, kommt her. Steel Rang. Steel Rang. Boah, ich bin schon ganz auf Englisch reden eingestellt. Während eines Kampfes wird der Stilrang angezeigt, der ihre Kampfkünste bewertet. Ihr Stilrang wird durch Kombination großartiger Attacken erhöht, sinkt aber bei Unterbrechung einer Angriffsserie oder wenn sie getroffen werden. Es gibt sieben Ränke. Okay, von D bis SSS. Also so wie XXLLLL. Wenn sie ihren Stilrang erhöhen, erhalten sie am Ende einer Mission mehr stolze Seelen. Yay! Das Tutorial erklärt uns alles. Ich mag ein Tutorial. Hallo. Bumm. Zack, zack. Stirb! Bum, 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 bum. Kombinieren wir mal ein bisschen. Oh mein Gott, jetzt trifft mich schon. Warte, ich glaub's nicht. Komm her. Komm her. Boom. Ja. C ist immerhin besser als D. Boom. Ja. Hier müssen wir weiter. Das Ding hier müssen wir verprügeln. Bis hier alles voll ist und dann... Zack. Dann geht diese Barriere auf. Zack. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht in die Splitter treten. Das kann böse Verletzungen hervorrufen in den Fußsohlen. So, und jetzt tappen wir hier mal drauf. Ja. Einmal ordentlich drauf geballert und dann. Na
Natürlich geht die Brücke jetzt runter. Gewaltheul hilft doch immer gegen die Technik. So. Gut. Ich schieße auch immer ein paar Kugeln in meinen PC, wenn er nicht richtig funktioniert. Jo, weiter geht's. Gut, hier kommen jetzt Gegner, wenn ich mich... Ja, natürlich. Natürlich erinnere ich mich. Geh mir weg. Go down. So, du stirbst ganz besonders. Boah, verarschen. War hier nicht irgendwas? Ich kann schwören, dass hier was war. Nein, hier ist nichts. Nein, hier ist nicht. So, füllen wir das Ding hier mal wieder auf. Ich weiß, dass es auch anders geht. Zack. So, jetzt will ich aber hier drüben da auf das Ding da drauf. Ich will diese rote Kugel haben. Die da ist. So. Verspotten. Shall we dance? Shall we dance? Gut, wir holen uns jetzt die rote Kugel hier erstmal. Gut. Und jetzt können wir weitermachen. Kommt her, Gegner. Nein. Mistvieh. Stimmt. Mann, ich brauche mehr Kombos. Ich kann es nicht machen, wenn ich nur so wenig Auswahl habe. Zack. So, muss ich das hier mal. Machen wir die hier mal platt hier. Ganz einfach. Komm her, du. Zack. Ja. Zack, zack, zack. Zack. Hab weg. Und du ganz besonders. Und nochmal. Boom. Und du. Du wirst ganz besonders sterben. Und zwar. So. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Gut, Treppen hoch. Und yay. Die Brücke ist unten. Wunderbar. Dann können wir hier ganz gemütlich drüber laufen. Die Tonnen hier kaputt hauen. Denn wir mögen keine Mülleimer. Umweltverschmutzung Forderung. Erstes Bergbaugebiet. Okay. Bergbaugebiet. Ist klar. Kugeln. Ich mag Kugeln. So, da können wir jetzt bestimmt hin. Grüne Kugel, wunderbar. So, was ist das denn hier? Ah, das ist so ein Ding. Da müssen wir den Rang steigern, damit sich das Teil hier öffnet. Und bei einem bestimmten Rang öffnet sich das Teil dann eben. B. Mit einem B-Rang. Dafür haben wir jetzt so einen blauen Splitter gekriegt. Und rote Kugeln. Götterstatue. Durch den Tausch roter Kugeln oder stolzer Seelen erhalten sie neue Objekte. Yay! Yeah. Natürlich, gehen wir mal shoppen. Eine unheilvolle Kraft befindet sich in dieser mysteriösen Statue. Wenn ihr das Blut eines Dämonen geopfert wird, wird eine unglaubliche Kraft freigesetzt. Yo! Gut, Objekt. Nein, keine Objekte. Aufwerten. Ich will neue Skills. Red Queen Combo B. Drücken Sie am Boden. Y. Ja. Ich will eine ganz besondere. Was heißt besondere? Oh Gott, so viele Seelen haben wir ja noch gar nicht. Wir haben ja verdammt wenig. Was ist das? Ja, genau das will ich doch. Ah, guck mal, das kostet sogar noch 50. Yay, Split. Abwärtshieb. Können wir auch mal kaufen. Das war auch nicht schlecht. So. Blue Rose. Ja, können wir auch noch nichts kaufen.
Nein, wir können noch nichts kaufen. Gut. Denn jetzt können wir den hier. Können wir schön durchstarten zum Gegner vor. Huch, ich will dich anvisieren. Geh weg. Oh. Lauf einfach weiter. Nero, lauf weiter. Nero. So, ab in die nächste Tür. Los. Mal schauen. Ferrumhügel. Was wird uns hier erwarten? Wir dürfen gespannt sein. Cutscene. Let me guess. More demons. Darf ich vorstellen, meine Damen und Herren? Beriel. Unser erster Boss. Dieser brennende Schwanz erinnert mich irgendwie an Durak. Feuer gelöscht. Ganz einfach. Sonderbar. Fire is bad for the complexion. I burn easily. Never tan. When I came to this world 2000 years ago, there was no such human as the Lord says. Make it another 2000? Natürlich! Spitzenaufprall for the win! Bam! Ui! Der Zorn von Beriel! Schrei doch nicht so! So, dann verkloppen wir mal hier schön unseren ersten Boss. Zack, 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 zack. Komm her, komm schon her, komm schon her, komm schon her. Boom, 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 boom. Aua. Das hat etwas zu mir getan, aber nur etwas. Komm her, komm her. Zack, 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 zack. Zack, in den Arsch. Zack, weg, zack. Ja, komm. Ja, das ist okay. Komm her. Och Mensch, das ist ihr Skill. So viele Skills haben. Okay, der ist etwas böse. Stärke. Rapier. Uiuiui. Aha. Aha. Ohohoho. So, jetzt verkloppen wir ihn hier mal ordentlich. Boom. So viel zu dir, Beriel. Ah. Mensch, mach doch mal langsam dein Wunsch Feuer sehen. Zack. 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 Mensch, der zockt aber auch hier Leben. Unglaublich. Gott. Er brennt wieder, ey. Mann, du brennst. Pass auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Uiuiuiui. Immer langsam. Komm schon. Was war das denn? Feuerhölle, die du erobert hast. Die Erde wirst du nie wieder erobern. Mit Menschen mit, wie er es sagt. Zack, 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 zack. Mensch, lösch doch mal dein Feuer jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mann, Mann, Mann. Machst hier aber immer einen Stress. Das Let's Play hat so geschickt angefangen. Oh.
willst du mich verarschen? Okay, Leute. Ich sehe gerade. Die Zeit. Ich beende hier den Part. Wie es ausgeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.